Das ist ein Fixierkäfig, das sind Metallstäbe. Und wenn sich das Tier hinlegt und die Beine ausstreckt, hat es nicht mehr Platz, seine Gliedmaßen auszustrecken. Die Sau muss automatisch in den Nebenkastzustand reinragen und sie kann sich nicht umdrehen. Sie kann nicht ihre Mutterliebe zum Ausdruck bringen, sie kann ihre Ferkel gerade mal, wenn sie Glück hat, beschnuppern und die Ferkel können auch nicht wirklich an die Mutter ran. Es ist so gebaut, dass die Ferkel an die Zitzen gehen können, um dort zu saugen. Mehr können die hier nicht machen. Ich wünsche mir, dass alle Menschen sich einfach mal völlig wertfrei, völlig von meiner Seite aus ohne erhobenen Zeigefinger das angucken und dann mal überlegen, was das mit ihnen macht. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das sehen, mit denen das danach nichts macht. Und dann, finde ich, sollte man mal hineinhören in sich, was das vielleicht auch für ein Appell ist, wenn man da irgendwelche Gefühle in sich hat, dann vielleicht doch auf die Salami zu verzichten oder auf das Schnitzel auf dem Teller.